Herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1970. Wir sind wieder bei Ace Attorney Phoenix Wright. Ja, ja, HD und hast du nicht gesehen. Und alles gut. Die großartige Isabella hatte die Vermutung, vielleicht sind es auch zwei Personen, die man gesehen hat. Wir gucken mal. Mal gucken, was hat er denn für einen Schatten gesehen? Ich bin mir absolut sicher, da waren keine weißen Rosen. Aber die anderen Markenzeichen habe ich gesehen, da bin ich mir genauso sicher. Besonders der Zylinder. Ich habe die Verzierung noch genau vor Augen. Er hatte den Zylinder die ganze Zeit lang auf. Herr Wright, denken Sie daran, Sie haben nur einen Versuch. Nur einen Versuch? Und wagen Sie nicht, den Zeugen anzugreifen. Wenn Sie mich davon überzeugen wollen, dass Herr Curls Aussagen widersprüchlich sind, sollten Sie mir zumindest den Hauch eines Beweises für Ihre Behauptung vorlegen. Ich habe nur einen einzigen Versuch. Da muss ich ja besonders aufmerksam sein. Verstanden, neue Herren. Mehr als einen Versuch brauche ich nicht. Das sagst du. Das sagst du. Jetzt mache ich erstmal was ganz Wichtiges. Ich setze ein Safe. Das heißt, ich darf gar nicht angreifen. Das heißt, ich muss also sofort einen Beweis haben. Okay. Okay, okay, okay. Okay, also. Die Zeit ist das Stichwort. Okay, also angreifen darf ich eh nicht. Moment. Der wurde am Tatort gefunden. Also sprich, er hat den Zylinder auf jeden Fall, wenn er ihn getragen hat, verloren. Und er sagt, dass er ihn auf hatte. Genau. Das seht ihr auch so, dann sehe ich das auch so. Das sieht passend aus. Das hier ist nicht zufällig der Zylinder, den Sie in der Mordnacht gesehen haben. Jo, genau das ist er. Den Zylinder hat er die Nacht auf. Und Ihnen kommt daran gar nichts merkwürdig vor? Wieso? Der Zylinder ist doch unverwechselbar. Ich verstehe. Gibt es ein Problem, Herr Wright? Frau von Karma, wo genau wurde der Zylinder gefunden? Schon wieder so eine absurde Frage. Am Tatort natürlich. Am Tatort? Das heißt, der Zylinder wurde also am Tatort verloren. Der Zeuge hat aber etwas ganz anderes ausgesagt. Die Aussage des Zeugen war, er hatte den Zylinder die ganze Zeit lang auf. Nein! Das ist nicht wahr! Ruhe, Ruhe, Ruhe! Herr Kölz! Ja, euer Herr? Was hat das bitte zu bedeuten? Sie sind alt genug zu wissen, dass man vor Gericht sich nicht übernimmt. Hey, das stimmt gar nicht. Das ist gemein. Was hier nicht stimmt, sind Ihre Augen und Ihr Geständnis. Und unter anderem. Warum sind Sie so gemein zu mir? Was habe ich Ihnen Schlimmes getan? Nur eine Vermutung. Sie mochten meine Witze nicht, stimmt's? Was soll ich mit meinen Augen meinem Gedächtnis sein? Alles voll Schuss. Wieso bloß? Sie so hoch da oben sind, heißt nicht, dass Sie besser sind. Überhaupt, mein Wink wird leckerer als Sie. Uah, Schniff. Wir sind ja nicht im Kindergarten, Herr Kölz. Was glauben Sie, wer Sie sind? Ich habe ihn gesehen. Ich schwör's. Ich habe Max gesehen. Und wenn er seine Rosengarde nicht dabei hatte, den Zylinder hatte er auf. Ich sag die reine Wahrheit. Oh je. Jetzt hat er sich in ein aufsässiges kleines Kind verwandelt. Bemitleidenswert, oder? Als er den Tatort verließ, hatte er den doofen Zylinder immer noch auf. Er war da. Er verließ den Tatort? Was ist Nick? Eins kommt mir schon die ganze Zeit spanisch vor. Mo? Was denn nun wieder? Sie sagten, er verließ den Tatort. Auf welche Art und Weise verließ der Mörder den Tatort? Was? Er ging. Was soll das? Auf welche Art und Weise verließ er den Tatort? Das ist unzulässig.
Phoenix Wright greift den Zeugen an, euer Ehren. Die Aussagen des Zeugen sind lückenhaft, Frau von Karma. Da hilft kein Protestieren. Grrr. Ich stimme Ihnen zu. Lassen Sie uns hören, was der Zeuge dazu zu sagen hat. Hast du damit ein Problem, mein Kleiner? Reden Sie nicht mit mir, als wäre ich ein Baby. Und außerdem, was ist das für eine Frage? Auf welche Art und Weise verließ er den Tatort? Wie soll die Antwort schon lauten? Er drehte sich um und ging weg. Was sonst? Diese Antwort habe ich erwartet. Aber sind Sie sich da auch sicher? Hä? Mir ist nicht ganz klar, worauf Sie hinaus wollen. Fußspuren. Anwälte reiten heutzutage wirklich auf jeder kleinsten Kleinigkeit herum. Haben Sie irgendeinen Beweis dafür, dass der Täter den Tatort auf andere Art verließ? Er muss ihn verlassen haben, weil... Wir haben keine Fußspuren. Sehen Sie sich bitte dieses Foto an. Besonders die Fußabdrücke im Schnee. Fußabdrücke? Die Fußabdrücke des Opfers sind auf dem Foto deutlich zu erkennen. Aber wo bitte sind die Fußabdrücke des Täters? Da sind keine. Und Mo? Auf welche Art und Weise verließ denn jetzt der Täter den Tatort? Euer Herr, der Zeuge hat sich bereits als vollkommen unzuverlässig erwiesen. Ich beantrage, sämtliche Aussagen dieses Zeugen aus dem Protokoll zu streichen. Stattgegeben. Die Aussage dieses Clowns ist genauso klapprig wie das Clownmobil, mit dem er ankam. Einen Moment mal! Sie können doch nicht einfach alles streichen, was ich ausgesagt habe. Okay, okay. Ich werde Ihnen die Wahrheit verraten. Einen Moment mal! Ich denke, du hast heute schon mehr als genug gesagt. Kann ja nicht weitergehen. Ich habe keine Lust mehr, auf dich zu hören. Nichts als die Wahrheit. Ich gebe euch mein Ehrenwort. Irgendwie schwant mir nichts Gutes. Nee, mir auch nicht. Herr Lawrence Kurtz. Ja? Sie haben also bis hier nur Falschaussagen gemacht? Nein, keine Falschaussagen. Ich habe nicht gelogen. Ich war nur... Nur was? Ich war mir noch nicht ganz sicher, wie genau der Täter den Tatort verlassen hat. Besonders nachdem Frau von Karma und ihre Peitsche mir verboten haben, mehr zu sagen. Warum überrascht uns das nicht? Ruhe, Ruhe! Ich bitte um Ruhe! Franziska von Karma, was fällt Ihnen ein? Euer Ehren? Hätten wir von diesem Zeugen die ganze Wahrheit gehört, wären alle der gleichen Meinung wie ich. Die da wäre? Es ist nicht komisch. Das reicht jetzt. Ich möchte jetzt hören, was er zu sagen hat. Also gut, dann lassen Sie mal hören, was Sie behaupten gesehen zu haben. Ha, Sie werden es nicht glauben, aber es ist die reine Wahrheit. Halte uns bitte nicht allzu lange mit diesem idiotischen Gefasel auf. Was erzählt er uns denn jetzt? Ich bin gespannt. Vor allem, er erzählt viel, ne? Also... Und gleich nach der Werbung, Mo weiß es. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Diese Aussage wird Ihnen präsentiert von Bitburger. Denn nur Bitburger weiß nach 20 Promille, was die Wahrheit ist. Alles, was ich bisher gesagt habe, entspricht der Wahrheit. Als ich aus dem Fenster sah, lag der Direktor am Boden und Max stand daneben. Er hatte seine weißen Rosen zwar nicht dabei, aber er trug seinen Zylinder. Und dann sah ich... Wie er wegflog, ja? Alles klar. Jetzt kommt die Wahrheit und haltet euch fest. Er ist geflogen. Er sprang hoch und flog durch die Luft. Er ist weggeflogen und verschwand in der Dunkelheit. Deswegen hat mir keine Fußabdrücke gefunden. Wer fliegt, macht keine Fußspuren. Nö, ist klar. Ich habe ja gesagt, dass es nicht komisch ist. Glaubt ihr mir jetzt? Tja, das war... Was soll man dazu sagen? Maximilian Galactica ist ein hervorragender Zauberer. Aber nach der Tat einfach wegzufliegen, das ist völlig unmöglich. Da haben Sie recht. Warum sollte sie recht haben? Die anderen Zeugen haben sie doch auch geglaubt.
Warum glauben Sie mir nicht? Immerhin ist das der Höhepunkt der Geschichte. Das ist das erste Mal, dass ich von einem fliegenden Verbrecher höre. Was halten Sie von dieser Aussage, Herr Wright? Ich träume das alles nur, ist eine gute Idee. Eine optische Täuschung? Nein, aber das ist ja sein Trick. Das ist die Wahrheit. Ich weiß das. Aber die Frage ist, soll man das auch sagen? Komm, wenn der Silver sagt, wir machen das. Also natürlich, weil das ist ja sein Zaubertrick. Damit tritt er ja in der Manege auf. Diese Aussage ist so absurd, die kann er sich nicht ausgesagt haben. Und das heißt, dass er die Wahrheit sagt? Genau, das glaube ich. Warte, Nick. Das würde bedeuten, dass Max wirklich Magie eingesetzt hat. Mist, du hast recht. Nur ein dummer, dreinschauender Dummkopf kann von diesem dummen Traum verdummt werden. Sei nicht albern. Es gibt keine Magie. Ich werde Ihnen jetzt einfach mal sagen, was mir gerade so in meinem Kopf vorgeht. Er ist weggeflogen und verschwand in der Dunkelheit. Würde ich ja gerne glauben. Aber ich kann meinem besten Willen nicht vorstellen, wie das möglich sein sollte. Schwachkopf! Abgesehen von den fehlenden Beweisen ist Rolf von Karmas Version wasserdicht. Allerdings habe ich das Gefühl, dass dieser Fall noch nach weiteren Ermittlungen verlangt. Damit erkläre ich die heutige Verhandlung für geschlossen. Es ist gänzlich unumstritten, dass der Täter am Tatort keine Fußspuren hinterlassen hat. Morgen erwarte ich von Ihnen eine Aufklärung dieser rätselhaften Tatsache. Sollte für heute genügen. Die Verhandlung ist auf morgen vertagt. Ja, schön. 29. Dezember 1433, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 5. Hey Herzchen, was um alles in der Welt geht hier vor sich? Das wüsste ich auch gern. Es wurde behauptet, der Täter sei einfach weggeflogen. Max, ich traue mich kaum zu fragen, aber sind Sie in dem Abend nicht geflogen, oder? Das ist wirklich eine total bekloppte Frage. Ich kann nicht einfach so losfliegen. So einfach ist das nicht. Aber bei Ihren Auftritten sieht alles so einfach aus. Ist es aber nicht. Ich fliege bei meinen Auftritten auch nicht wirklich. Ich hänge da an ganz dünnen Drähten und lasse mich daran durch die Luft ziehen. Wow. Sie haben mir gerade einen Ihrer Tricks verraten. Nein. Ich habe gegen Regel Nummer 1 verstoßen. Die wichtigste. Die einzige. Tut mir leid, Max. Es tut mir leid, dass Sie gegen die Magier-Eid verstoßen mussten. Nick, was wollen wir jetzt tun? Wir können nur hoffen, den fliegenden Mörder morgen im Gericht zu überführen. Sehr gute Idee. Lass uns morgen unser Bestes geben, um den Kerl zu kriegen. Jo, alles klar. Alles klar. Alles klar. Es darf wieder ermittelt werden. Das ist ja absolut euer Lieblingsding. Ich frag mal meinen Souffleur, Silver, ob er denn sagt, ist das lange? Wir gucken mal. Ich setze mal hier trotzdem einen Cut, weil es ja jetzt gerade schon Ende ist und dann wird ermittelt. Ich bin gespannt, wie lange das wieder ist.